Dieser V10 hier, das Ding ist Wahnsinn. Das hier, das Ding hier ist ja kaputt gegangen. Nur, dass die genauso breit sind wie ein 2-Euro-Stück. Das Teil kostet ein Vermögen. Das glaubt ihr nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf den V10. Jetzt baue ich mal Fahrrad hier aus. Ehrlich. Wir Fahrrad fahren, das ist das Beste. Ehrlich. Was soll schon hier kaputt gehen? Hoschke, Dennis bei Kfz-Putzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den V10 TDI, den wir auseinandergebaut haben. Ich bin gerade hier am Saubermachen. Hier, einer hat mir so einen Felgenreiniger geschickt. Hat aber auch gesagt, dass es gleichzeitig Motorreiniger ist. Hier unten habe ich schon ein bisschen sauber gemacht. Sieht nicht schlecht aus. Mal schauen, wie das ist. Ihr wisst ja, wir haben hier alles auseinandergebaut. Die drei Reihen von dem Regal ist schon voll. Hier drüben Partikelfilter, Cuts für den einen oder anderen, Turbos, AGR-Ventile, Extremölverlust plus, ja, wir haben noch gesehen, dass so ein paar Sachen kaputt waren. Hier dieser V10 ist natürlich in den Phaeton verbaut. Das ist die Langversion mit elektrischen Sitzen. Ja, volle Hütte hat das ganze Ding, ist eigentlich nicht schlecht. Ich war gerade bei VW, ich habe mir so eine Liste gemacht. Und diese Liste müssen wir, muss ich euch sagen. Normalerweise hätte ich jetzt echt kein Video darüber gemacht. Leute, ich habe ein paar Dichtungen bestellt. Da war ich schon weit über 200, 300 Euro. Keine Ahnung, wie viel das waren. Ein Teil ist da kaputt gegangen bei mir. Falls ihr euch erinnert, also wer diese Videoreihe nicht geschaut hat, soll sich das anschauen. Dann weiß auch, worüber ich rede. Hier, Thermostatgehäuse ist ja hier. Und dann haben wir ja noch so einen Wasserflansch gehabt. Das ist dieses hübsche Ding. Hier ist er abgebrochen. Ihr seht das sehr schön. 5 mm, nicht mal 2-3 mm sind die hier abgebrochen. Links und rechts. Das Gute dran, man kann alles einzeln bestellen. Ich kann euch auch mal ganz kurz erzählen, warum ich damals mit dem nicht angefangen habe. Ich war bei VW. Damals Fahrgestellnummer aufgeschrieben, hingegangen, habe gesagt, ich brauche einen Dichtsatz für die Tandempumpe. Ich brauche einen Dichtsatz für den Kraftstofffilter. Ich brauche das, ich brauche dies, ich brauche jenes. Und die haben zu mir gesagt, wir melden uns. Da kam nichts. Dann wieder hingegangen, wieder gefragt, telefoniert. Die haben zu uns damals gesagt, man kriegt diese Teile nicht. Ich habe gesagt, okay. Kein Dichtsatz für die Tandempumpe, Dichtsatz für die Kraftstoffpumpe. Ich sage, okay. Ja, die anderen Sachen kriegen wir. Okay. Hab das Ganze dann ruhen lassen und dann, ja, die Zeit ist vergangen. Wir hatten andere Projekte gehabt und so weiter und so fort. Wer mich halt verfolgt, er weiß das ja. Gut, dann war ich heute wieder da. Ich bin hingefahren. Egal, ihr wisst jetzt nicht, was das hier Ganze kostet, aber denkt dran, es gibt immer was Schlimmeres. Für die Tandempumpe bräuchte ich einen Dichtsatz. Haben die gesagt, ne, gibt's nicht. Nur die Dichtung. Oh, okay, die Dichtung nehmen wir. Eine Kraftstoffpumpendichtung haben wir bestellt. Gibt's auch keinen Dichtsatz. Ist auch geil. Hier, das ist die Dichtung, die habe ich bekommen. Dann gibt's hier nochmal eine Dichtung. Die habe ich bekommen. Hier die Dichtung, sehr, sehr wichtig. Auch Ölfiltergehäuse. Das Ding ist, das gibt es gar nicht mehr hier. Es ist einfach nur ein Stück geworden hier. Ne? Ölfiltergehäuse, Dichtung. Ist nicht der Ölfilter. Ölfilter ist hier drin. Das ist außen. Die habe ich auch bestellt. Die Dichtung vom Thermostat habe ich bestellt. Die ganzen Dichtungen, das sind 20 Stück, von dem hier habe ich bestellt. Die Dichtung muss ich noch bestellen. Hier von der Ansaugbrücke. Beide Seiten habe ich vergessen. Siehst du? Da muss ich nochmal hin. Könnt ihr euch erinnern? Glühkerzenstecker, alle abgebrochen. Die wollte ich bestellen, gibt's nicht mehr. Also müssen wir uns selber was einfallen lassen. Gibt's beides nicht mehr. Okay. Sonst noch ein paar Dichtungen da, ein paar Dichtungen hier. Alles super. Vom Bremskraftverstärker die Leitung von hier zum Tandempumpe geht. Die ist kaputt gewesen. Warte, gucken, ob ich die finde. Fokus, wo bist du da? Seht ihr das? Das ist kaputt. Da muss ich was basteln. Das gibt's nicht mehr. Ist aber nicht schlimm. So, sonst ein paar Dichtungen da, ein paar Dichtungen hier. Ja, das alles, habe ich alles bestellt. Ja, Drosselklappendichtungen habe ich auch vergessen. Oh nee, die muss ich auch noch bestellen. Also, das Gute dran, wir kriegen sehr viele Sachen. Die Dichtung vom Turbo Rücklauf. Ne, das ist ja so bescheiden gemacht. Was ist das? Das ist vorprogrammiert, dass er hier Öl verliert. Safe. Nockenwellensensor habe ich auch bestellt. Das kriegen wir auch neu. Dann die Dichtungen.
vom Rücklauf. Rücklauf selber kriegt man nicht, aber die Dichtung kriegt man. Habe ich auch bestellt, sogar die Dichtung habe ich bestellt. Ja, was ist das hier? Das ist Wasserflansch. Versorgt beide Seiten mit Wasser und diese kleinen Stellen, die abgebrochen sind, die hier, da ist sogar eine Dichtung dabei. Also das kriegt man einzeln, das und das. Das ist das Gute. Jetzt kommen wir zum Schlechten. Die Dreiteiler, haltet euch fest. Gucken wir nochmal hin. Kein Platin, kein Gold, kein Diamant. Ist es nicht. Das ist ganz normal, vielleicht Guss, vielleicht Alu, ich weiß es nicht. Kostet 2000 Euro. 2000 Euro. Ich habe ihm gesagt, hallo, ich wollte den Motor nicht mitkaufen. Ich wollte nur das Teil hier. Er meinte, das Teil kostet so viel. Dann hat er geguckt, gemacht, getan. 1,7 vielleicht. Leute, 1,7 plus Steuer sind mir genauso viel. Ach, es ist Wahnsinn. Ich habe echt nicht gefragt, ob die das einbauen. Vielleicht bauen die das auch ein. Ich bin sprachlos. Das heißt schon was. Glühkerzen kosten 32 Euro plus eine. Wir haben 10 verbaut. Also kostet der mal so um die 350 Euro nur die Glühkerze. Dann 124 Euro kostet der Nockenwellensensor. Super. Ja. Ladeluftschlauch gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Steht hier Tandempumpe. Gibt's nicht mehr. Ich weiß es nicht, Leute. Wenn ihr mir helfen könnt, Ideen habt oder vielleicht kennt ihr einen oder sucht mit, vielleicht habt ihr Glück, findet das irgendwo gebraucht, sagt mir Bescheid, ehrlich, weil ich möchte jetzt nicht, dass es jetzt daran scheitert, will ich nicht. Ich möchte das Ding zusammenbauen, ich möchte das Ding fahren und ich habe damit noch was vor. 2000 Euro bezahle ich nicht, das sehe ich nicht ein. Vielleicht können wir self-made was machen. Und ich habe das echt versucht, vorsichtig rauszuholen. Aber das Gute dran, wir können erstmal weitermachen, wir können den zusammenbauen und das hier können wir ganz zum Schluss einbauen. 400 Euro nur für die Dichtung zahlen, das ist okay. Turbos in Stand setzen, das werden wir schauen, mit welcher Firma wir das machen. Partikelfilter reinigen, das können wir auch low-budget-mäßig machen, das ist auch kein Ding. Was wir jetzt auch die Tage machen werden, Lenkgetriebe, die müssen wir auch noch ausbauen und finden. Ich habe da natürlich nicht gefragt, was ein Lenkgetriebe kostet. Was ein Lenkgetriebe da kostet? 40.000 Euro und so weiter und so fort. Erstmal den Motor so weit zusammenbauen, bis es geht. Und dann hoffe ich mal, dass wir bis dahin diesen Wasserflansch finden. Und wenn wir das auch noch finden, dann bauen wir diesen Kollegen wieder zusammen. Ja, und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Ich hoffe es doch. Also es wird natürlich auch Kommentare geben, wie Yunus, du hast dir das ausgesucht. Also heul leise. Ja, ich gebe euch da recht. Aber es ärgert mich nur, dass genau dieses Teil kaputt geht, was saumäßig teuer ist. Da geht doch was anderes kaputt. Irgendwie müssen wir was hinkriegen. Ja, auch mit dem Turboschlauch, da müssen wir irgendwie, wenn es soweit ist, werden wir echt schauen, was wir da machen. Ich hoffe, ihr habt einen schöneren Tag als ich und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz-Tutzi. Bis dann, haut rein, ciao. Böser Motor, böser Motor.